Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zu Lost Judgment. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um den Spinnenmann gekümmert, direkt hier vor Ort. Soll es glaube ich auch schon gewesen sein. Unsere Nebenaufgaben gab es jetzt erstmal nicht, mit Ausnahme halt natürlich, dass wir zum in der Schule halt noch die ganzen Nebensachen machen müssten. Könnten, ich sag mal lieber könnten, habe ich aber nicht getan bisher. Gebe ich mir noch auf. Ich werde erstmal in der Folge noch die Hauptaufgaben weiter vorantreiben. Stimmt, ich wollte aber mal testen. So, wir können ja jetzt hier angeblich neue Gerüchte hören, ne? Mit denen wir dann. Genau. Das ist etwas anderes, als wenn man einen Tatort im Fernsehen sieht. Es hätten genauso gut wir sein können da drin. Okay, also wir können jetzt eigentlich, das will ich mal austesten. Schlagwortsuche, gibt's genau. Bin man. Okay. Okay, das heißt, wir müssten jetzt für jeden Fall dann immer an solchen Orten hingehen, die Unterhaltung anhören. Und dann kriegen wir angeblich mit, ob es da irgendwo noch einen Nebenfall gibt oder nicht. Das machen wir aus, indem wir gerade runtergehen einfach. Kann ich immer mal irgendwie diesen scheiß Punkt machen dann. Der nächste wäre noch hier drüben. Warum heißen junge Hühner eigentlich nicht Unioir? Oh, ja. Macht gerade irgendwie keinen Sinn. Verstehst du? Achso, Unioir. Bitte hör einfach auf. Schlagwort erhalten. Witze. Okay. Ganz ehrlich, das ist ein beschissener Schlagwort. Ja, du hast es doch verloren. Gerade eben, habe ich gesehen. Hallo. Entschuldigung, das habe ich gerade gefunden. Arigatou gozaimashita. Mein Nagellack, mein Lebensretter. Ach, den habe ich mir heimlich von meiner großen Schwester geliehen. Wenn ich ihn verliere, kriege ich nichts Ärger. Und ein vierblättriges Kleeblatt. Okay. So, Leute. Ach, komm schon, Freunde. Tag, ich kann ihn nicht rühren. Oh ja, doch, gibt es die Kneter, huh? Sie die beiden? Uff, in Yokohama ist es echt schwierig, Raucherbereiche zu finden. Naja, Yokohama hatte schon immer strenge Regeln zum Rauchen in der Öffentlichkeit. Ernsthaft? Oh, da drüben ist ein Eichhörnchen. Aber wenn ich darüber nachdenke, gibt es, glaube ich, einen Raucherbereich in der Nähe von Chinatown. Hättest du mir das nicht auch eher sagen können? Hätte. Aber. Das ist kein Schlag. Ein Bild von einem Eichhörnchen.
frage mich echt immer noch, was diese scheiß Eichhörnchen sollen. Okay, das ist kein neues Schlagwort. Okay, wir könnten uns also die Schlagworte angucken und dort nochmal dann rausfinden, ob da wirklich was ist. Ja, aber ganz ehrlich, habe ich auch keinen Bock drauf. Also, Hauptstory weiter. Ja, Moment. Achso, muss ich sagen. Ey!結果はどうでしたか?矢上氏。ああ。無事解決できたよ。事務所の売り込みもしておいたぞ。システムを有効活用できたようでよかったです。そういえば一つ補足説明なのですが、トラブル検出のためのワードは自分で入力することもできます。自分で?ええ。例えば、街の住人の雑談で取り上げられる噂。あるいは、 ふと耳にした気になるワード、そういったネットには転がっていない生のワードをシステムに入力することで、データベースがアップデートされていきます。すると、新しい情報を学習した AI が新たなトラブルを検出してくれるようになるのです。なるほど。街で聞きかじった気になるワードを入力すればいいんだな。ええ、ぜひとも有効活用してくだされ。 Schlagwörter finden. Die Schlagwörter für die Suchfunktion findest du über Unterhaltungen in der Stadt. Postings auf Chatter. Legst du ein neues Schlagwort, erscheint die Meldung Schlagwort erhalten. Öffne die Schlagwortsuche und nutze den Schlagwortfilter. Vielleicht passiert gerade jetzt okay. Unterhaltungen in der Stadt und Postings auf Chatter. Ah ja, informationslos. An bestimmten Stellen treffen sich die Einwohner für Klatsch und Tratsch. Besuche diese Treffpunkte, um nützliche Infos zu sammeln und neue Schlagwörter für Chatter zu erhalten. Treffpunkt ist auf der Karte mit. それともう一つ、事務所の掲示板に依頼が張り出されています。張り出されているのは我々では血と持て余すような厄介な依頼ばかりなのですが、もし気が向きましたら引き受けていただけますか？探偵の依頼か。わかった。後で見ておくよ。 Lebensunterhalt eines Detektivs. Nebenfälle bringen dir Geld, SP und Gegenstände ein, indem du dich um die Probleme anderer kümmerst. An der Pinnwand im Detektivbüro Yagami und in Yokohama 99 kannst du Nebenfälle annehmen. Manchmal stolperst du auch in der Stadt auf neue Nebenfälle. Ich sollte mich bald mit Sawa-Sensei treffen. Sie meinte, der Laden wäre in der Isesaki Road. Aufträge, das verbotene Aroma. Er kommt mit Red an. Ich kenne nicht mehrere hintereinander. So, jetzt will ich das mal mit dem Schlagworten mal gucken. Hier, Anatomie-Modell, ne? Aber ich kann es nicht füttern damit, ne? Würde ich gerne da nochmal untersuchen, bevor es mit dem Hauptfall weitergeht. Jobanfragen. Meine Costa.
Blutbanner, der bringt mir eigentlich auch nichts. Shit. Ohne. Wie kommen wir denn da am besten hin? Bis dahinter, okay. Neuer Nebenfall, noch ein Nebenfall. Oh Gott, jetzt werden die Städte mit Nebenfällen zu bombardiert. Na super. Da müssen wir sowieso als nächstes hin. Na, ich möchte das jetzt mit der Anatomie-Modell mal wissen. Keine Sorge, Freunde, die Zeit haben wir noch die Minuten. Das sieht schon ganz schlicht aus, jetzt hier vorne, ne? Hallo! Ich glaube, mit den SP komme ich diesmal echt gut hin. Zumindest verdiene ich offenbar. Attack. Bin ich hier beim Anatomie-Modell. Das ist aber vielleicht genau das, was hier drüben abgeht. Freund hat gesagt, er hat einen Ruf gesehen. Anscheinend wurde irgendein Geschäftsmann entführt, okay. Eine Entführung? Meinst du, glaubst du, die implantierten den Leuten irgendwelche Chips oder so? Keine Ahnung! Ich hab's selber gesehen, ein echtes UFO hier in Ijincho. Ich habe vor ein paar Jahren mal sowas von einer Alien-Entführung hier in der Stadt gehört, aber der Vater von einem aus dem dritten Jahr ist plötzlich verschwunden. Mann, voll gruselig. Und Chatter reden auch alle von UFOs. Alle haben Angst, dass wieder Leute entführt werden. Entführungen? Durch ein UFO? Hey, verschwinden wir, bevor man uns auch erwischt. Ich muss zugeben, das macht mich neugierig. Wir haben auch Chatter erwähnt. Da sehe ich doch gleich mal nach. Schlagwort erhalten. UFO. Na, gucken wir einmal. Oh, jetzt geht's los. Das ist nur ganz UFO-Special. UFOs kommen nur nachts raus. Sind UFO-Catchers so schwer oder bin ich nur so schlecht? Hier oder da, ne? Kann nur hier hinten sein. Also die sind alle in der gleichen Gegend, außer das da. Sozusagen da. Das seht ihr wohl nur nachts und hauptsächlich im Barviertel. Okay, Zeit und Ort habe ich, da muss ich wohl noch einfach die Augen nach dem Unterkopf halten. Mann, ich wollte eigentlich den Hauptfall machen. Das klingt ehrlich gesagt echt schon interessant. Aber hier ist Science. Vielleicht jemand? Hallo. Vielleicht? Arigato gozaimashita. Oh, meine Krawattennadel. Die war ein Geschenk. Das ist wirklich wahnsinnig nett. Ey! Oh!
加減にしろよ。Halt, warte mal, hier gibt es ja noch was mit dem Müll. Ist das dann wieder aber auch ein Schlagwort? Nee, das ist das Buch. Und sagen mit Drohne, oder? Scheiße. Nanda. Himmels Willen. Ist das ein echtes UFO? Siehst du, ich habe doch gewusst, dass wir es sehen. Sagst du jetzt, Amasawa Senpai? Ey, jetzt kommt es eben doch. Kann das nicht einfach ein Suchscheinwerfer sein? Ach Quatsch, welcher Suchscheinwerfer kann denn bitte das? Ich wusste es, ich wusste es! Ikebukuro-san, Ekun, ist das nicht ein bisschen freudig? Ist das Amasawa? Schließlich wurde der Begriff UFO von den US Air Force einfach nur für nicht identifizierte Flugobjekte erfunden. Er kann sich auf alles Mögliche beziehen. Noch ist es nicht mehr als eine extrem wackelige Annahme, dass wir gerade Aliens gesehen haben. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es eine vernünftige Erklärung gibt. Willst du jetzt echt leugnen, was du gerade mit eigenen Augen gesehen hast? Na? Wie stur kann man bitte sein? Genau das ist das Problem mit dem Krimi-Club. Na? Hey, Amasawa. Oh! Yagami-san, was machen Sie denn hier? Ich habe auf Chatter lauter Postings von dem UFO-Sichtung gesehen. Also dachte ich mir, ich sehe mir sie mal an. Was machst du denn? Der Pokémon hat mich eingeladen, mit dem für übernatürliche Phänomene nach UFOs zu suchen. Mhm. In der Serie gibt es einen Club für übernatürliche Phänomene. Sie sind also Yagami-san. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich bin Akihiko Yabuki, Leiter des Clubs für übernatürliche Phänomene an der Serie High. Das ist Akari Tokioka. Vizeleiterin. Guten Abend. Ihr haltet also auch schon nach UFOs, ja? Quasi ein gemeinsamer Fall für den Krimi-Club und den Club für übernatürliche Phänomene. Nett. Ich kann mir gut vorstellen, dass übernatürliche Fälle und Detektivfälle in manchen Dingen ähnlich sind. Yagami-san, was soll das denn heißen? Die Erforschung des Übernatürlichen hat vielleicht ein paar Parallelen zu unserer Arbeit, aber letztlich ist das etwas völlig anderes. Naja, völlig anders? Ich weiß nicht. Vielleicht wie Cousins? Hört sie mal! Übernatürliche Ereignisse sind tatsächlich unerklärliche Rätsel, aber doch nur, weil das menschliche Wissen im Moment noch begrenzt ist. Mit anderen Worten, der Begriff ist für Phänomene reserviert, die sich nicht rational durch Wissenschaft oder Logik erklären lassen. Hat sie eigentlich auch recht. Ja, ja. Naja, unsere Fälle sind auch nur Sachen, die wir mit unseren aktuellen Logik noch nicht erklären können, oder? Stimmt, aber ein Detektiv... lässt sich durch rationales Denken lösen, statt durch reine Spekulation. Das ist seit Jahrhunderten die Basis des ganzen Genres, ganz gleich wie komplex. Letztlich lässt sich jeder Kriminalfall auf rationale, faktenbasierte Aussagen reduzieren. Übernatürliche Literatur dagegen besteht aus spekulativen Geschichten, deren Wahrheitsgehalt nicht zu verifizieren ist. Offene Fragen und Spekulationen statt Fakten. Die zwei Literaturgenres sind wie Wasser und Öl, Sonne und Mond. Natto und italienisches Essen. Urashima Taro und Edgar Allan Poe. Verstehen Sie jetzt? Oh. Ja, ich bin nicht belesen genug, um diesen letzten Vergleich zu beurteilen, aber so im Groben habe ich es kapiert. Genau genommen höre ich daraus, dass der Krimi-Club und der Club für übernatürliche Phänomene quasi Rivalen sind. Oder? Rivalen? Das würde voraussetzen, dass wir überhaupt jemals in denselben Ring steigen würden. Ja, bitte, man werfen Sie uns nicht mit so einem Haufen wie den Krimi-Club in einen Topf. Wir sind es, die nicht von der Anziehungskraft des Unerklärlichen zurückscheuen. Ja, Buki-san, das liegt daran, dass in der Geschichte ein Fünkchen Wahrheit steckt. Das lockt Freunde von Mysterien und Rätsel an. Würde ein Pirat zu einer gefährlichen Reise aufbrechen, ohne zu wissen, ob er jemals einen Schatz findet? Amasawa-senpai, du kannst doch nicht leugnen, dass es in dieser Welt unergründliche Mysterien gibt.
Ich weigere mich, zu einem starrsinnigen Faktensucher zu werden, der verlernt hat, die wahren Mysterien des Lebens in diesem Universum wertzuschätzen. Starrsinnig? Oh Mann, ihr seid also doch Rivalen. Senpai, gibt es mehrere Augenzeugenberichte von einem Vorfall ganz in der Nähe? Es gibt mehrere Augenzeugen. Was? Im Himmel ist heute einiges los. Ihr habt Bewegung. Warte auf mich. Blöde UFO-Jäger, laden mich zum gemeinsamen Forschung ein und lassen mich dann sitzen. Sie sind jedenfalls ziemlich leidenschaftlich, was ihre Arbeit angeht. Ich gehe noch kurz in den Buchladen und dann nach Hause. Von einem neuen Krimi habe ich sicher mehr als den Nachtherben. Oh. Alles klar. Dann gute Nacht. Wow. Hätte nicht gedacht, dass in der Stadt ein UFO zu sehen, aber die Entführungen darf ich auch nicht vergessen. Das könnte etwas Ernstes sein. Vielleicht behalte ich sicherheitshalber mal den Himmel im Auge. Die Wahrheit ist da draußen. Klingt auf jeden Fall lustig genug. Wo kann ich denn... So, jetzt könnte ich doch bestimmt nochmal nach UFO suchen, oder? Warte mal, wir haben da einen Schlag noch bestimmt. Zwei, drei, vier hier. So. Aber wir hatten doch schon UFO. Oh, jetzt geht's los. Leute, UFO geht zurück. Mein Leben hat sich verändert. Hm. Also wir hätten zwei Stellen, wo es mit UFOs gibt. Okay, also hier ist nur was wegen Entfollowern. Dadurch, dass die da unten... War schon interessant, oder? Die Wahrheit ist da draußen. Ich würde mal sagen, wir fahren noch bis dorthin. Lösen den Fall aber nicht, denn das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ja, ich weiß. Wir sind dann entsprechend wieder zuzeitig raus. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir das dann gerne aufheben, umso mehr spannende Fälle können wir dann in der nächsten Folge machen. Nämlich einmal das Blumenlos, dann den eigentlichen Hauptfall. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was dabei rumkommt. Ich sage jetzt auf jeden Fall schon mal recht herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, Freunde. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Abo da, schreibt was in die Kommentare und ansonsten sage ich nur ciao ciao und bis dahin. Ich sollte nämlich eigentlich gleich da sein. Hey, oh, verdammt, habe ich nicht gekriegt. Oh Mann, jetzt seid ihr abgestiegen. Okay, der guckt nach oben. Warum steht der denn sonst so gut? Oh Gott, komm, Freunde, ich verprügel euch nochmal schnell. Hat das war's schon? Also der eine freut sich, die andere duckt sich. Ein bisschen merkwürdig, ne? Wie gesagt, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich sag noch ciao, ciao und bis dahin.